Ich entschuldige mich, ich habe vergessen, den Kommentar einzuschalten bei der Elgato, weil nämlich gestern am Abend Fallout 4 aufgenommen habe. jetzt habe ich gerade 7,5 oder 6,5 Minuten für den Hugo geredet, gell? Muss ich wieder mal dumm die. Oh mein Gott, ich sag das, ich bin schon so dumm momentan zeitweilig. Wir haben das letzte Spiel erfolgreich gewonnen. Jankov! Jawohl, Baby! So soll es auch sein. Ich entschuldige mich, gell, für etwaige, ja. Ich bin zeitweise schon so dumm und dämlich, weißt? Ich hab, während ich jetzt die ersten 6,5 Minuten geredet hab, habe ich immer wieder auf die Elgato geschaut, ob eh alles passt und hin und her und bla bla bla. Hab aber auf das Kommentarsymbol geschaut mit dem Mikrofon und hab mir aber nicht gedacht, okay, wieso, das muss jetzt hinhauen. Und hab aber, nee, lass mal das. Boah, du bist der feiste Trautl. Gut, das ist mir jetzt aber scheißegal, weil. Na, was? Ende. Da. Wow. 5 Minuten gespielt im englischen Cup. Jawohl, Baby. Jetzt fahren wir an. Ich sag das. Jetzt. Jetzt birgt's euch um. Coutinho, du alte Schlafkapelle. Der braucht wieder ein bisschen länger, bis er munter wird, gell? Der war nämlich, ich weiß, die haben alle so eine blöde Angewohnheit, da immer ins Buff gehen, ne? Hoppala. Obwohl ich mittlerweile sagen muss, gell, ich habe das letzte Mal eine sehr interessante Diskussion gehabt mit wem war das? Mit einem Arbeitskollegen und einer Arbeitskollegin, wo ich dann irgendwann einmal gesagt habe, ja, heutzutage fort, gell? Da musst du aufpassen, dass du nicht sämtliche Geschlechtskrankheiten holst, weil du nicht weißt, was du an Land ziehst, gell? Ich meine, ich trinke ja nichts, gell? Jetzt weiß ich nicht, wie es Menschen geht, die was getrunken haben und sich dann ein etwaiges Date an die Backe kleistern, gell? Das ist ein Scheiß. Und auf der anderen Seite, wer ist es jetzt? Coutinho. Jankov. Und wenn's dann an dir gegenüber an die Backe gekleistert hast und du hast dann voll rauscht, dann warst du in der Früh dann nie, oder du musst dann erst in der Früh registrieren, was du dir an die Backe gekleistert hast. Ich sehe das jetzt aus der männlichen und aus der weiblichen Sicht, gell? Also ich sprich da für beiderlei Geschlechter. Also bitte nicht besser, ich bin so. Und mein blöder Spruch daraufhin war, es gibt wahrscheinlich nichts Sauberes, als wie die Damen in etwaigen Etablissements, wenn sie gepflegt sind. Ich weiß, um was ich rede, weil ich habe ja mal ein Jahr als Taxifahrer. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Entschuldigung, ich bin sehr selten sprachlos. Aber was würde ich jetzt sagen? Über etwaige Etablissements. Ich habe mal über ein Jahr als Taxifahrer gearbeitet in der Nacht und da hast du halt müssen auch deine Gäste oder deine Vorgäste ja aus dem Puff holen. Und abholen. Und da hast du müssen einige zu zeigen, dass du da bist, ne? Ja, der eine so und der andere weniger, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie auf das kommt mit dem Puff.
keine Ahnung. Ach ja, ich liebe es, ich liebe es. Wir führen 2-0 nach 25 Minuten oder nach 25 Minuten. Ich weiß, im Dialekt hört sich das nach und nach. Hört sich dann nämlich... Nein! Jetzt hab ich wieder geschlafen. Scheißegal, wir führen noch ein bisschen. Das ist auch nicht da. Jetzt hab ich wieder geschlafen. Vor lauter Reden und vor lauter Brabbeln. Aber egal. Aber was will ich jetzt sagen? Mir mal wieder aufs Spiel konzentrieren. Das ist, glaube ich, geschickter. Das nach und nach, oder wenn ich jetzt sage, nach 25 Minuten oder nach 25 Minuten, das kann man ein bisschen verwechseln im Dialekt auch, gell? Das ist ja nicht so. Warte mal. Ja, müssen wir so machen. Also eine geschobene Partie da. So. Danke. Ich weiß, Ronny, ich höre dich. Achte immer auf die Tiefe des Spiels, auf den Tiefgang. Ah! Ja, das war Tiefgang, ja, das war Untergang. Ah. Ja, schau. Wie... Du kleine Mischpochen, Alter. Bö. Danke. Coutinho. Ich vergieß immer, dass die Charaktere am Ball am Platz ja auch einen gewissen Radius haben, so wie in der Realität, sag ich einmal, ne? Danke. Was war das? Das müssen wir uns jetzt nochmal anschauen in der Zeitlupe, beziehungsweise in der Wiederholungssteuerung, äh? Das ist ja ein richtiges Fest, Baby. Ah, also. Ich konnte mir stundenlang mit der Einstellung da spielen. Und alles nur für das perfekte Bild. Es ist halt nur, ich habe eine sehr komische Art und Weise meines Humors, gell. Die ist wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack. Kann man nicht vorstellen. Jetzt schauen wir mal. Mei. Die paar Zentimeter, ha? Ja, die machen dann oft einen Unterschied aus, gell? Warte mal. Wie kann ich denn euch am besten täuschen? So. Nein, machen wir so schon her. Ich gehe jetzt mal ein Stück zurück, außer. Weil wenn ich das jetzt nämlich so her trage, glaubt es nämlich, dass der Ball noch nicht, dass der Ball gar nicht reingeht. Das ist ja nämlich eine, wie sagt man, eine dreidimensionale Täuschung. Das ist ein Blödsinn. Und ja, ich habe relativ flachen Humor, aber es ist, wenn ich da jetzt mit Zynismus, Sarkasmus, schwarzen Humor, ein bisschen an tiefsinnigen oder an einen schwarzhumorigen Wiener Humor anfangen, ja, dann kommst du wieder in die Bredouille, dann musst du wieder rechtfertigen, weil du so bist, weil du darfst ja heute gar nicht mehr der sein, der du eigentlich bist, der du glaubst, der du aber gar nie warst, gell? So.
So, Coutinho, was machen wir jetzt mit zwei Hübschen? Ah! Entschuldigung, was ist jetzt in der ersten Halbzeit los gewesen? Wahnsinn! Zweite Hälfte. Jetzt wird's interessant. Aha, mein Fehler, sorry. So. Bitte ab in die Kommentare, wie euch die Aufstellung so gefällt heute. Mit Janko Fuhren, Coutinho rechts auf der was jetzt da von oben so zugeschaust, auf der rechten Seite mittig oder im Mittelfeld. Ja, du hast das sechs gesehen am Anfang, die ersten 6,5 Minuten, ne? Reizkruzer Dirken. Upsa. Nein! Coutinho kämpft sich durch. Frage, was ist denn heute mit der Mannschaft los? Ich spüre fortgeschritten, gell, wohlgemerkt. Ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht verändert, gell? Geil! Geil, ich liebe diese Mannschaft, ehrlich. Ich meine, gut, das war bis jetzt die einzige Mannschaft, mit der ich bis jetzt gespielt habe. Ich halte es nicht aus. Alter, ich sitze gerade da mit einer Gänsehaut, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Mir taugt es heute so richtig, was ich da sehe. Die Aufstellung passt, das sehe ich, das merke ich gerade. Die Mannschaft ist voll gut drauf. Upsa!
Und tschüss. Sie spielt rotzfrech. Also wirklich, wir führen ja die Mannschaft, die Gegner führen mal eine Fuhr heute. Ah! Herr Sonners. Aussi. Jankov sitzt am Tresen und bezahlt seine Spesen. Nein! Firi, mehr braucht's nicht. Ja, da waren sie jetzt ein bisschen zu langsam, die Burschen. Aber egal. Wir sollten es mal von der linken Seite probieren. Ja, aber wie du siehst, der Trick über die rechte Seite funktioniert eigentlich immer. Also das kann nicht langweilig werden. Nepsa! Jankov! Japsa! Oh, Zaka! Haxen! Nein! Weg! Danke! Nein! Wauzi! Ich bin nur gerade am Überlegen, wie ich die Folge benennen soll. Oh, danke. Ich glaube, der Melikov hat heute am wenigsten Arbeit gehabt. Jankov! Wie viel Zeit haben wir denn noch? 13 Minuten. Einer geht noch. Egal. 6-1. Es weiterkommen, im englischen Pokal ist uns einmal sicher. Wir haben eigentlich nur 5 vergeigt vor die Torschüsse. Okay, das ist beim 6-1 nicht schwer, gell? Könnte man mir jetzt entgegnen mit einem zackigen Gegenargument. Schlimmer war es beim 2-0 und dann hast du 40 drinnen. Das heißt, 7 Minuten noch. Alter, ich sing gleich ein Opernboy. Ich sag das. Ich sing gleich Opernarie. Kruze fix. Aber da. Nur, ich weiß nicht, wer einen größeren Duscher hat. Weil ich mich so deppert aufführe. Oder erst, was euch das Ganze anschaut miteinander. Ich weiß es nicht, wer einen größeren Duscher hat.
Kann mir das irgendwer erklären? Warum wechselt man für in Anpfiff und 1,5 Sekunden an Spieler? Ich verstehe es nicht. Wieso tut man das? Was hat das für einen Sinn? Na gut. Egal. Jankov, 8-0. Alter. Junge, sehr brav. Ich bin stolz auf die ganze Mannschaft. Da wird eine sehr gute Auswahl drauf. Und da hat leider 7-1. 7-1, das muss da bitte geben. Weiter. Ich schaue noch gerade, wer ist eigentlich unser nächster Gegner? East Midlands ist der nächste Gegner. Sehr gut. Dies ist ein Bericht ihrer Spieler. Gyorza, 77, 73, Sprungkraft. Oh! Ah, jetzt geht's wieder zurück in die englische Bundesliga. Okay. Teammanagement Scouting hat sich was ergeben. Ein frühes Tor von Jankov markierte den rasanten Start einer Begegnung, die Norfolk letztendlich mit 7-1 für sich entschied. Jankov hatte anschließend Folgendes zu sagen: Es fühlt sich gut an, so eine Flanke zu versenken, genau wie im Training. Hoffentlich können wir diese Dynamik ins nächste Spiel mitnehmen. Und was hat der Trainer dazu zu sagen? Die Flasche? Kenne ich da drin? Geht mit Zuversicht ins heutige Spiel gegen... Okay. Ja, du Trottel, schau deinen Teamgeist an, wie der jetzt gerade gesprungen ist. Geh zurück auf den Teamgeist, du Anzeige. Um 24 Zähler ist der gestiegen. Ist das geil. Okay. Ich werde die Episode jetzt da beenden. Ich muss das jetzt noch schnell bearbeiten, hochladen. Und morgen in der Früh dann schnell eingeben. Damit ihr es dann morgen seht, das Debakel. Debakel ist gut gesagt, gell? Ja. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es heißt, kann Norfolk diese Dynamik beibehalten. Hoffentlich. Hat mir Spaß gemacht heute. Bis zum nächsten Mal dann. Baba.